Wir sind auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und heute werden wir ein Star Wars Geheimnis enthüllen, über das noch keine andere Seite vorher berichtet hat. Hey, hier ist Green! Und das sind unsere Themen! News: Star Wars enthüllt, Turtles enthüllt und Riddick Vin Diesel singt? Robocop Remade It, Reloaded, Reviewed? Kinder: Matthias Schweighöfer hat Vaterfreuden und Dallas Buyers Club: Matthew McConaughey hat AIDS. Ja, wir sind hier auf der Nürnberger Spielwarenmesse und da ist der Stand von Lego und das ist natürlich Lego Star Wars, eine der erfolgreichsten Reihen überhaupt, und hier wurde heute etwas enthüllt und zwar eine der neuen Hauptfiguren der neuen Serie Star Wars Rebels. Das ist die Nachfolgeserie von Clone Wars, auch wieder eine animierte Serie, und wir haben das große Glück, dass einer der Hauptdarsteller hier heute vorgestellt wird. Das ist der Roboter Chopper und der ist tatsächlich hier und der wird ja gleich zu mir kommen und ich hoffe, dass ich ihm im Interview ein paar Geheimnisse entlocken kann. Worum geht es überhaupt? Überhaupt in Star Wars Rebels, und vielleicht weiß er sogar was über die neuen Filme, die kommen werden. Ich werde ihn jetzt mal fragen. Chopper, komm her. Komm. Oh. Ja, nee, ist okay, Chopper. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, da musst du da hinten hingehen. Da gibt es Männer und Frauen und wahrscheinlich auch Androiden-Toiletten. Aber was kannst du uns an Geheimnissen raten, und weißt du vielleicht sogar schon etwas über die neuen Filme? Okay, wie sieht das aus? Also, hast du Kontakt zu J.J. Abrahams? Da darf er also auch noch nichts sagen. Ja, aber dann gib uns doch vielleicht einen kurzen Abriss. Was ist deine Rolle bei Star Wars Rebels? Und hast du uns vielleicht auch einen kurzen Clip mitgebracht? He's a little rickety astromech made up of a bunch of different spare parts because our rebels can't even afford the nicer new parts. He likes to do things the way that he wants, not necessarily the way the crew wants or as fast as the crew would like, but he gets the job done. He's incredibly loyal. To battle the Empire, a rebel alliance will form. The Jedi will rise, and you will know the power of the Force. Star Wars. Gestorben. Diesmal ist es allerdings kein Star, sondern der Film selbst. Die meisten Filme werden heutzutage ja schon gar nicht mehr auf Film gedreht, sondern digital. Bisher wurde Film aber immer noch oft zur Projektion in den Kinos benutzt, aber auch diese Zeit geht zu Ende, denn Hollywood verabschiedet sich vom Film und will zukünftig nur noch digital projizieren lassen. Oder fast nur noch, denn ein paar Filmemacher sind glühende Anhänger des perforierten Streifens. Christopher Nolan dreht genau wie Spielberg weiterhin auf Film und hat jetzt sogar seinen Verleih Paramount dazu gebracht, für seinen neuen Film Interstellar zuzusichern, dass dieser noch als ganz altmodische Filmkopie in den Kinos projiziert wird. Coole Sache, auch wenn ich ja so meine Zweifel habe, ob das heutige Publikum überhaupt noch merkt, denn das beschwert sich ja bei vielen Filmklassikern schon, dass die Filme Filmkörnung haben und nicht aussehen wie YouTube-Videos. Turtles? Ja, Michael Bay macht ernst und dreht wirklich einen Turtles-Film, das wissen wir, aber keine Sorge, er wird nicht, wie zunächst angekündigt, die Story total verändern und irgendwelche Alien-Schildkröten aus ihnen machen. Das klingt doch zumindest mal beruhigend, genau wie die jetzt enthüllten Designs der Turtles und von Splinter. Sie sind etwas realistischer und sehen härter aus, aber im Grunde sind es doch noch unsere Turtles und vielleicht könnte das Ganze ja trotz des Regisseurs noch ein ganz spaßiger Film werden. Ich bin mal gespannt, ob es zum Start dann immer noch heißen wird: Heroes in a Hard Shell. Turtle Power! Riddick kommt wieder. Die Serie um den glatzköpfigen, unkaputtbaren kriminellen Helden hat es nicht leicht. Nach Pitch Black killte Chronicles of Riddick die Serie für viele, viele Jahre, und als er letztes Jahr dann zurückkam, waren die Kritiken verheerend. Auch wenn ich zugeben muss, dass mir der Streifen viel Spaß gemacht hat, auch weil Vin Diesel sich ja nie so ganz ernst nimmt. Und anscheinend sehen das noch ein paar mehr Leute so, denn auf Blu-ray und DVD verkauft sich der Film super. So super, dass es jetzt doch eine Fortsetzung geben soll, wie Vin Diesel in seinem Videoblog verkündete, gleich nachdem er getanzt und zu Katy Perry gelipsynkt hat. Guys, I'm just, I'm excited and happy and I'm calling you guys, or shouting out to you guys to say thank you. Universal just called me and told me that Riddick is number one on the DVD charts. I'm excited. And of course, Universal is also saying they want to develop the next one. So go on back. Seriously, wie kann man den Kerl nicht lieben? Loki oder eben nicht Loki. Okay, wir wissen es, dass Tom Hiddleston nicht nur ein extrem cooler Typ ist, sondern auch der perfekte Loki-Darsteller. Nur hat er sich ursprünglich gar nicht für diese Rolle beworben, sondern für Thor, und auf der Blu-ray zum zweiten Teil findet sich jetzt ein Clip, ein Casting-Video, in dem er zeigt, wie er oben ohne aussieht und wie groß sein Hammer ist. You know, at first Tom was up for Thor. He trained, he came in, he was ripped, you know, he was swinging the hammer in the rain. He did a tremendous job, but he wasn't Thor. From the moment he came in and read though,
It was Loki. Ja, mal gut, dass er dann doch Loki geworden ist, oder? Die freundlichen Gesellen, das sind ein paar Roboter und die heißen MIPS, habe ich mir sagen lassen. Das steht für Mobile Inverted Pendulum. Die kann man zu Hause rumfahren lassen, kann man auch mit dem iPhone über eine App kontrollieren und die können balancieren. Die tragen bis zu ihrem eigenen Gewicht, können einmal auch mal bequem eine Cola servieren. Es könnte so schön sein in der Roboterwelt, wenn nicht das Böse lauern würde. Und das erwartet uns diese Woche im Kino, unter anderem Robocop. Was es ansonsten noch alles gibt, das seht ihr jetzt in den Starts der Woche. Detroit im Jahr 2028. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun, Law and Order gegenüber Verbrechern und Korruption aufrechtzuerhalten. Der multinationale Großkonzern Omnicorp wittert ein großes Geschäft. Unter Führung des skrupellosen Raymond Sellers plant der Konzern eine automatisierte Verbrechensbekämpfung, sehr zum Verdruss der menschlichen Verbrechenshüter, die um ihren Job bangen. Einer von ihnen ist der Polizist Alex Murphy. Der wird eines Tages durch eine Explosion schwer verletzt. In einer spektakulären Operation unter Leitung des Wissenschaftlers Dr. Dennett Norton wird Murphys Körper zum Robocop, einem gewissenlosen Mischwesen aus Mensch und Maschine und zum Eigentum von Omnicorp. Wenn die Maschine kämpft, schickt das System Signale in Alex' Gehirn, so dass er glaubt, er hätte die Kontrolle. Doch er hat sie nicht. Es ist nur die Illusion des freien Willens. Leider dürfen die Kritiker bis zum Vorabend des Filmstarts nicht sagen, wie gut ihnen dieses unblutige FSK 12 Remake des genialen Paul Verhoeven Meisterwerks gefallen hat. Der Verleih hat ein strenges Embargo verhängt, was einige Kritiker als Anzeichen dafür deuten, dass der Film vielleicht nicht so gelungen ist. Ich habe ihn schon gesehen, darf aber auch nicht sagen. Viele Fans befürchten jedoch, dass er ähnlich misslungen sein könnte wie das Total Recall Remake, was ja ebenfalls eine Neuauflage eines genialen Paul Verhoeven-Films war. Bildet euch euer eigenes Urteil im Kino und schreibt mir dann, wie gefällt euch Robocop? Wir schreiben das Jahr 1985 auf dem Höhepunkt der AIDS-Epidemie, die Hunderttausende das Leben kostete. Der Vollblut-Cowboy und Teilzeitelektriker Ron Woodruff, gespielt von Matthew McConaughey, ist ein Homophobiker, der die Frauen ebenso liebt wie die Drogen. Als dem Elektriker die Diagnose AIDS eröffnet wird, fällt er entsprechend aus allen Wolken. Die Ärzte geben ihm noch einen Monat zu leben. Da das einzig legale Medikament AZT Ron mehr schadet als nützt, sucht er nach anderen Wegen, die ihn jedoch in die Illegalität führen. Er importiert Medikamente aus dem Ausland, die bei seinen Leidensgenossen reißenden Absatz finden. Damit ließe sich doch ein Vermögen verdienen. Irgendwas zu verzollen? Nada. Die Einfuhr und der Verkauf illegaler Medikamente ist ein ernstes Vergehen. Sie sind nicht illegal, bloß noch nicht zugelassen. Die auf wahren Begebenheiten basierende Story über eine immer noch aktuelle Bedrohung schafft es, das Thema AIDS auch für Hetero-Zuschauer greifbar zu machen, die das Problem ja immer noch gerne als ein rein schwules Problem ansehen. Auch die Kritik ist zu Recht begeistert von der Umsetzung und Matthew McConaugheys Performance und damit bekommt der Dallas Buyers Club glatte 9 Punkte im Schnitt. Kinder machen ist nicht schwer. Das ist testosterongesteuerte Männersache und somit Fakt. Wie man mit den Kindern umgeht, sind sie einmal da. Davon haben Felix, Alex, Matthias Schweighöfer und seine Freunde hingegen unterschiedliche Ansichten. Während Tom voll in seiner Vaterrolle aufgeht, manchmal allerdings zu sehr, steht Norbert vor einem ganz anderen Problem. Er und seine Frau würden gerne wollen, können aber nicht so richtig, wodurch sein Terminplan von den heißen Tagen seiner Frau diktiert wird. Single Felix wiederum muss sich um seinen Kindskopf von Bruder Henne, gespielt von Friedrich Mücke, kümmern, der eines Tages vor der Tür steht. Nahende Vaterfreuden kann sich Felix dabei noch nicht vorstellen. Das ändert sich aber radikal, als er die Bekanntschaft mit der Sportmoderatorin Maren macht. Diese weckt nämlich romantische Regungen und mehr in ihm. Könnte sie gar die zukünftige Mutter seiner Kinder werden? Alles okay? Kann man nicht mal in Ruhe kotzen? Schwanger. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch zu Vaterfreuden gibt es bisher noch keine Kritiken, wobei Fans von Matthias Schweighöfer, die den Schlussmacher mochten, wohl auch diesmal wieder unbesorgt ins Kino gehen können. Das war's schon fast wieder bei Screen. Ich habe nämlich gemerkt, ich kann ja mit Minecraft nicht nur am Rechner daddeln, sondern ich kann ja Papercraft, heißt das dann, die Klötzchen und das Ganze auch richtig machen, also so mit Papier und sowas. Das heißt, wenn die Eltern mal wieder sagen, sitz nicht immer nur am Rechner, bastel doch mal was Schönes, dann habt ihr jetzt eine gute Ausrede. Das Ganze heißt Papercraft und hier gibt es auch noch, jetzt habe ich was kaputt gemacht, aber es gibt auf jeden Fall noch Actionfiguren von Minecraft mit so einem ganz geilen Creeper mit beweglichen Teilen hier. Finde ich ziemlich
schick und damit werde ich sicherlich noch ein bisschen rumspielen hier. Ihr macht jetzt was anderes. Ihr guckt euch nämlich noch ein anderes verlinktes Video an. Zum Beispiel das Erklärvideo, wo ich euch erklärt habe, was ist eigentlich das Uncanny Valley, oder das andere Video mit unserer letzten Faktenflut. Da guckt ihr noch ein bisschen rein. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Screen und ich freue mich noch mit meinen plüschigen Minecraft-Freunden an, dem Creeper und dem Schweinchen. Also bis nächste Woche Sonntag bei Screen. Wie immer, checks, flex und relax und viel Spaß im Dunkeln.